Servus, liebe World of Warcraft-Freunde. Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hatte ja gesagt, dass wir, oder ihr hattet gesagt, dass ich auf jeden Fall in dieser Season auch den Schurken spielen soll, beziehungsweise in The War Within auch Schurke spielen soll. Und nun ja, was soll ich sagen? Euer Wort nehme ich ernst und dementsprechend, ich hatte es ja schon mal gezeigt, dass ich angefangen hatte, den Schurken zu leveln. Und dementsprechend, holy shit, was ist denn jetzt los? Please, nicht hier jetzt auch so ein Slacking-Dungeon. Okay, der Tank ist offline. Geil, das geht schon mal richtig gut los. Eigentlich wollten wir in diesem Video einen schönen Dungeon spielen. Hier Steingewölbe. Einfach, ja, ein bisschen Gameplay zeigen, ein bisschen Dungeon zeigen und offenbaren, dass ich vom Schurken so absolut keine Ahnung habe. Okay, wir haben wieder einen Tank am Start. Scheiße, ich habe direkt mal den falschen Knopf gedrückt. Perfekt. Dementsprechend, let's go. Gucken wir mal, wie sich dieser Dungeon hier so spielt. Habe ich zuletzt in der Alpha gespielt. Also ist schon ein bisschen her wieder. Und tatsächlich, erster Boss, passiert nichts, wie wir sehen. Was ganz gut ist, merke ich gerade, dass die Sturmgeist droppen, tatsächlich. Das ist cool. Ich hätte sonst gedacht, ich muss noch wieder Dragonflight-Content machen, um den Bims zu füllen. Aber Gott sei Dank ist dem nicht so. Damit bin ich happy. Was ich jetzt, glaube ich, nicht drin habe, ist die richtigen Talente. Also da sind wir etwas, ja, dünn unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. Beziehungsweise habe ich, glaube ich, nur die normale Level-Skillung oder so drin. Der Tank hat auf jeden Fall richtig Bock. Der hat richtig Bock. Der holt hier auch ordentlich was ran. Schauen wir mal, ob das was wird. Wobei, auf der anderen Seite sind wir ja, glaube ich, was heißt glaube ich, immerhin nicht mythisch plus. Sonst hätte das hier wahrscheinlich einen richtig dicken Fail-Pull gegeben. Aber er macht das scheinbar auch absichtlich, dass er so viel zusammenholt. Weiß ich nicht, ob aus EP-Gründen oder andere Dinge, aber will ich mich nicht beschweren. Zumindest so fällt der ganze Shit ja auch relativ schnell. So, damit rein in den nächsten Boss. Rein da. Mal gucken, was hier so geht. Wie gesagt, ich habe das nur einmal gespielt, glaube ich, und habe nicht mehr so richtig im Kopf. Oh shit, merkt man, was mich hier so erwartet. Oh shit. Scheinbar bin ich damit nicht alleine. Auch interessant, ne? Zumindest mal in der Normal-Instanz gestorben. Kommt jetzt auch nicht so oft vor. Oder zumindest Leute gestorben. Der Schami war auch tot. Das habe ich gesehen. Aus dem Augenwinkel. So, jetzt muss man den ganzen Bims wieder zurück. Oder wollt ihr lieber laufen? Ah, ne. Nur nach einer neuen Lore, wenn ihr hier nutzen, wir sehen. Kann man da ums Eck was anklicken? Ah ja. Siehst du? Das hat man davon, wenn man vorher nie aufpasst. Das hat man davon. Und da kommt Mob. Mob töten. Schaffen wir sogar, glaube ich. Sieht nicht so aus, als würde der uns umjodeln. Beziehungsweise sieht es so aus, als könnten wir ihn umjodeln. Sehr schön. Dann lass mich in die Lore. Danke. Und Abfahrt. Weiter geht's. Wahrscheinlich hat der Tank jetzt schon wieder die restliche halbe Inni zusammengepullt. Warum werden die auf der Map nicht angezeigt? Golems und Skardin Verderbnis verbunden. Warum werden die auf der Map nicht angezeigt? Er hat den Boss schon gepullt. Holy shit. Ja, das war nicht so smart.
Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, da müssen wir warten. Ja, da ist der Boss down. Hat auch nur 3 Minuten 38 gedauert. Hat, würde ich sagen, Sinn gemacht. Beziehungsweise war gut, dass wir da gestorben sind und dass wir den dann nicht zusammengespielt haben. Hat sich, ja, wie gesagt, gelohnt. Nun denn, auf jeden Fall, das haben wir geschafft. Damit können wir jetzt zum Endboss. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin mal sehr gespannt, wie das mit dem Schurken wird, so auf Level 80. Weil aktuell, bin ich ganz ehrlich mit euch, habe ich noch sehr wenig Durchblick bei der ganzen Geschichte. Bin mir auch nie sicher, ob das noch besser wird. Vielleicht, vielleicht nicht. I have no idea. Muss ja irgendwie. Aber für den Moment, weiß ich nicht. Ich mache auf jeden Fall die ganze Zeit den falschen Opener. Das kann ich schon mal sagen. Und ansonsten auch, würde ich sagen, klappt noch wenig bis gar nichts. Deswegen, da müssen wir schauen, dass ich das in den Griff bekomme. Also es ist zwar cool, dass er so viel pullt, aber auf der anderen Seite, wenn du halt ohne Rücksicht auf Verluste immer alles holst und von 19.000 Leuten durch die Gegend gekickt und gemacht wirst, das nervt teilweise schon ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Ups, wieder verdrückt. Häckseln die ganze Zeit nicht aktiv. Das läuft. Das läuft. Irgendwie bin ich noch überfordert. Das sind mir zu viele Buttons hier auf dem Char. Und dann habe ich noch keine Ahnung von Schurken. Das läuft dann quasi noch besser. Frontal, dann gehen wir raus. Auf jeden Fall. Natürlich gehen wir da raus. Ne? Und zack, da ist die Instanz zumindest down. Und es gibt halt tatsächlich echt ganz gut EP. Das war jetzt, glaube ich, ich hatte vorher nicht viel. Das müssten um die 50 bis 60% gewesen sein, nur mit diesem einen Run. Ja, ganz netter Dungeon auf den ersten Blick, würde ich sagen. Aber ich kann euch sagen, das mit dem Schurken, das wird noch interessant. Ich glaube, so viel kann ich schon mal versprechen. Nun gut, warten wir mal ab. Die Tage wird es dann jetzt mehr werden. Mit Gameplay-Videos. Jetzt bin zurück aus Köln und dementsprechend habe ich dann auch wieder mehr Zeit zum Zocken gehabt. Deswegen solltet ihr da dann auch ein bisschen mehr auf die Augen bekommen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Freue mich drauf und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Reingehauen.